Servus bei Bayern Absolut und willkommen zum zweiten Teil der dreiteiligen Serie über die Olympischen Spiele 1972 in München. Im letzten Teil sah man Stäblim Wirminger mit einer erstklassigen Bewerbung den Sieg, den Zuschlag der Spiele errungen hat. Jetzt sind 6 Jahre Zeit, um Minger darauf vorzubereiten. Und schon langsam fragt sie aber der eine oder andere, wie das überhaupt gehen soll. U- und S-Bahn sind noch nicht gebaut. Das Olympiagelände, das ist erst nur eine grüne Wiesen. Und die ganzen nichtstaatlichen und privaten Bauten, die da notwendig sind. Oh weia. Wie soll das gehen? Wir befinden uns jetzt gerade in der größten Baustelle Europas. Ich bin der Mani und wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Wenn man Ende der 60er Jahre durch Minger gegangen ist, dann hat man sakrisch aufpassen müssen, dass man da nicht in ein Loch reinfällt. Da hat es nämlich einen Haufen Baugrüben und Leher gegeben, alles für Olympia. Jetzt muss man sich ja so vorstellen, München, das war ja quasi schon halbert versunken im Verkehrschaos. Minger hat innerhalb von 20, 25 Jahren fast eine halbe die Millionen Einwohner mehr dazu gewonnen. Und diese Einwohner, die wollen ja alle einkaufen, weil denen geht es ja besser. Wegen Wirtschaftswachstum und durch das Wirtschaftswachstum haben jetzt die ja alle auch ein Auto. Und da kann man sich mal vorstellen, wie damals in Minger die Straßen ausgeschaut haben, also wie verstopft das die waren. Das war klar und den Plan hat es ja schon gegeben, dass U- und S-Bahn kommen muss. Wenn jetzt natürlich noch 2 Millionen Olympiabesucher in ein paar Jahren dazukommen, dann ist es klar, dass München sozusagen im übertragenen Sinne da einen Verkehrsherzinfarkt erleiden darf. Drum hat man geschaut, dass U- und S-Bahn vorgezogen wird und drum war das also eine große Baustelle und es sind so viele Sachen offert gewesen. Und so ein Baugrum, das war jetzt vielleicht kein Scherz nicht, da kann man reinfallen. So ein U-Bahn-Schacht, der hat gut und gerne mal 30 Meter. Ja, fall du mal 30 Meter runter, da stehst du vielleicht nicht mehr auf. Und die Bauvorschriften, also die waren ja damals nicht so streng, als wir es heute sind. Wenn ich mir so Beutel anschaue, da stehen die am Marienplatz dort, also ein Haufen Leute, um so ein Baugrum um und schauen obi. Also ich weiß jetzt nicht, was unten angeschaut haben, aber in jedem Fall ein Schritt mehrer und du schaust nicht bloß obi, sondern du fällst obi. Also das war da kein Spaß nicht. Und wenn ich mir die Fußgängerzone, also was heute Fußgängerzone ist, anschaue, da haben die Leute sich an den heißen Wänden entlang irgendwie schlängeln müssen, dass sie durchkommen, weil ja da auch alles aufgerissen war. Das ist sogar so weit gegangen, dass oben dem Stachus, da wo ja ein Haufen sich treffen, gell? Also so Verkehrslinien, und der Stachus unten ist ja auch nochmal reingemacht worden, da haben die Bauarbeiter dann eine Holzbrücke extra für die Fußgänger gemacht, dass die dann oben drüber über die ganzen Arbeiter drüber gingen, damit sie es nicht stören. Also ich habe ja nur einen anderen Verdacht, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber wenn da nicht überall eine Absperrung war, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da doch einmal ab und zu einer runtergefallen ist. Naja, in jedem Fall war, wenn du im Haus, also aus deinem Haus ausgegangen bist, dann warst du teilweise schon in der Grund drin. Also das ist kein Witz nicht. Da gibt es ein Beutel davon, wo bis zum Haus aufgerissen ist. Und du steigst aus der Haustür raus und dann, wenn es nicht Obacht gibst, dann fällst du runter. Da hast du nicht viel gehabt. Du bist an der Hausmauer entlang gegangen. Und in dieser Situation haben die Münchner einige Jahre verbracht. Aber das Gute ist das, dass Olympia gekommen ist, durch das ist schneller gegangen. Es ist schneller gegangen im Beispiel der U-Bahn, die war laut Plan 3 Jahre später fertiggestellt und sagen wir uns einmal ehrlich, also ein öffentliches Projekt, das ist ja nie nach Plan fertiggestellt. Das heißt, das ist schon einige Jahre vor eigentlichem Fertigstellungstermin dann fertig geworden. Genauso wie die S-Bahn, da war dann auch die Entscheidung, ja, Olympia kommt. Das muss sein, bis Olympia muss die Bahn da sein. Und genauso war es auch dann, das war alles fertig, als die Olympischen Spiele begonnen haben. Für die Autofahrer war nämlich da auch was im Programm drin. Da hat es einen mittleren Ring gegeben, beziehungsweise den hat es noch nicht gegeben, war aber auch schon in Planung, den hat es zum Teil gegeben. Aber der war noch nicht komplett geschlossen auf die ganzen 29 Kilometer, was das sind. Und das letzte Stückchen, das war eben dann auch Richtung Olympia, weil sie gesagt haben, das braucht man. Da hat sich übrigens ab und zu, apropos Braucher, der Georg Brauchli so eingesetzt für den Ring und auch für die Olympischen Spiele. Das war damals der zweite Bürgermeister in Minger, der dann auch viel zu früh gestorben ist. In jedem Fall heißt deswegen der mittlere Ring da oben, wo er bei den Olympischen Städten vorbeigeht, heißt der Georg-Brauchler-Ring. Also falls einmal jemand fragt, was das da ist.
nicht bloß an der Verkehrsinfrastruktur für die Autofahrer und für die öffentlichen Fahrer ist da gedacht worden, sondern auch für die öffentlichen Fußgänger. Es hat keine Fußgängerzone damals noch nicht gegeben. Und das war schon was, also es hat schon Städte gegeben, wo Fußgängerzonen waren, aber man kann sagen, keine ist so konsequent und wenige sind so groß gemacht worden wie die in Minger. Die Geschäftsleute in der Kaufingerstraße, also zwischen Marienplatz und Stachus, die haben da schon eine Zweifel gehabt, da hat es auch ein paar Grattler gegeben, weil wenn jetzt der Autoverkehr da aus der Innenstadt und von ihnen in Ladl vorbei verboten wird, was soll denn da werden? Die Fußgängerzone ist gekommen und am Ende war das sogar besser fürs Geschäft, weil die Leute flaniert sind und dann sind sie eher reingegangen. Ja, okay, aber ich will zuerst einmal ein bisschen geratteln. Gell? Und dieses Projekt der Fußgängerzone, das war eine so eine Art Oase oder man soll sich da auch aufhalten. Dort drum gibt es Pflanztrüge und Stühle haben sie aufgestellt. Am Anfang vereinzelt auch Tische und Aufenthaltsbereiche geschaffen und Blumen. Und also man soll sich da wohlfühlen. Das ist auch so ein Aufenthalts- und Flanierort. Die gute Stube Münchens ist auch manchmal genannt worden. Und als dann im Juni 72, also vor die Olympischen Spiele, die Fußgängerzone eröffnet worden ist, die wo der Winkler und der Mescheteru entwickelt haben, das waren die Architekten, hat es gleich mal 10.000 Brezen und 21 Hektar Liter Bier geben. Also da war der Münchner doch wieder versöhnt. Also ich muss sagen, ich war es auf alle Fälle gewinnt. Und die Geschäftsleute, die waren dann auch zufrieden, wie sie dann später gesehen haben, dass das ganz gut funktioniert und sogar besser funktioniert als vorher, wo die Autos noch durchgerumpelt sind. Nicht bloß in der Infrastruktur ist er gebaut worden, sondern auch privat. Ist ja logisch, muss man sich einmal vorstellen. Viele, die wo schon angefangen haben zum Bauen, haben gesagt, bis auf Olympia muss fertig werden. Und manche haben extra für Olympia gebaut. Ich habe jetzt, also da gibt es so viele Beispiele. Das geht von klein bis groß. Jeder, der wo irgendwie ein Haus gehabt hat oder einen Laden oder irgendwas, die haben geschaut, dass sie es schöner machen. Das hat nicht jeder geschafft, nicht jeder hat mitgemacht, ist immer klar. Aber von klein, wie gesagt, bis groß, bis zu, da sage ich jetzt einmal, BMW Vierzylinder einfach. Der BMW Vierzylinder, der hat unbedingt, zumindest äußerlich, bis zu den Olympischen Spielen fertig werden müssen, ist er auch geworden. Eröffnet worden ist er übrigens 73, aber das Äußere war vorher eben dann schon da. Genauso wie das Arabella-Hochhaus, das ist in Bogenhausen, das kennt man vielleicht, das ist ein, also ich finde, dass das so ein bisschen ein Betonklotz ist, der ist 150 Meter lang, 19 Meter breit und ist 23 Stockwerke hoch. Also das ist brutal. Da ist ein Hotel, ja heute ist Hotel und Büro und Wohnung und so Arztpraxen und Kliniken sind da drin. Und früher, zu der Zeit war das natürlich super, dass das gebaut worden ist, weil das ist ja heute noch eins von den größten Hotels übrigens in Bayern. Und damals hat es natürlich viel Betten gebracht für die angestrengte Situation. Das kommt dann in der dritten Folge, im dritten Teil, ein bisschen genauer. München hat nicht genügend Unterkünfte gehabt und da waren die froh über das Arabella Hochhaus. Ja, das ist jetzt im Jahr 2022 schon 50 Jahre alt und so ein bisschen wie bei den Olympischen Städten, da kommen wir ja später noch in der Folge dazu, fängt auch das Arabella Hochhaus zum Bräseln an und soll abgerissen werden bis 2030. Ein ganz lustiges übrigens Projekt, das war das Schwabilon. Das kennt man vielleicht nicht mehr, das kennt wirklich bloß ein ganz alter Mingerer, weil nämlich das Schwabilon nicht lang gestanden ist. Das ist erstens einmal nicht rechtzeitig eröffnet worden zu Olympia, das ist 73 eröffnet worden, aber das war schon eine Schau. Da hat es, gut, was war das? Das war ein Einkaufszentrum und da hat es Restaurants hat's da drin gegeben und Kino, Biergarten, ein Haufen Sachen. Aber was ich so brutal finde, da hat es den Nachtclub Yellow Submarine gegeben. Da war ein 60.000 Liter Wassertank außen rum und da sind Haifisch drin geschwommen. Das stelle ich mir brutal vor. Ja, also Ende 73 eröffnet, Ende 74 zugemacht und dann ein paar Jahre später abgerissen. Baukosten 160 Millionen Mark, das war, da können wir, nein, die verrat es jetzt noch nicht. Also merkt sich das Schwabilon 160 Millionen Mark und dann schauen wir mal, was später das Holz, nicht das Holz, das Zeltdach vom Olympiagelände gekostet hat.
Schwabylon. Und eins mag ich nur sagen, weil das gehört einfach dazu, das Olympia-Einkaufszentrum, das war übrigens eine Konkurrenz zum Schwabylon, selbstverständlich, die sind eher fertig geworden, die sind schon zu Olympia fertig geworden, die hätte es ja ohne Olympia auch gegeben, also das OEZ. Aber natürlich, wenn da Olympia schon kommt und das daneben ist, neben einem Olympiagelände, dann ist ja Olympia-Einkaufszentrum ein super Name und hält sich bis heute. Das war übrigens der Ursprungsgedanke, war nicht, das irgendwie olympisch zu machen, sondern das war, um den Verkehr in der Stadt zum Entlasten auch. Also da komme ich jetzt wieder zurück auf das U- und S-Bahn. Das war eine Möglichkeit, um den Verkehr in den Griff zu kriegen. Und ein anderer war die Überlegung, was machen die Leute in der Stadt? Ja, die kaufen ein. Und was mache ich, dass nicht jeder mit dem Auto in die Innenstadt reinrumpelt? Ja, ich mache ein Einkaufszentrum draußen. Zwar schon nur in der Stadt selber, dass ja schön die Gewerbeeinnahmen und sonstiges da bleiben, aber doch am Rande, dass verkehrsmäßig entlastet ist. Das war so eine ursprüngliche Idee auch von dem Olympia-Einkaufszentrum und ist anscheinend bis heute noch erfolgreich. Gut, heute ist in der Stadt herin, heute darf man nicht mehr sagen, es ist am Stadtrand, aber es funktioniert genauso. Nachdem jetzt dort genug Infrastruktur da ist, also verkehrsmäßig, dass die Leute schön hinkommen, ja, fragt man sich natürlich, ja, wo gingen sie hin? Ja, selbstverständlich, sie gingen zum Olympiagelände und dazu kommen wir jetzt. Doch eins vorweg, bevor wir zum Olympiagelände kommen, ich denke, es ist wichtig, einmal nochmal über die Vision zum Sprecher, weil die Vision nämlich sich über das gesamte Gelände erstreckt. Und was ist denn das überhaupt? Ja, wir haben es im ersten Teil, oder ich habe es im ersten Teil schon angesprochen, die haben eine Vision ausgegeben von heiteren Spielen. Die Spiele sollen offen sein. Das soll auch dann der Park, das Gelände wiedergeben. Mauern sollen überhaupt nicht sein. Und auch so Geschichten, wie man es oft in manchen Parks hat, dass man die Grünflächen nicht betreten darf. Das soll da nicht sein. Man soll hingehen dürfen, wo man mag, ohne Grenzen. Und man soll sie treffen. Sportler und Zuschauer und Gäste, die sollen alle gleich beieinander, also nicht am gleichen Platz, das geht ja nicht, aber die sollen sich treffen dürfen. Die sollen nicht unabhängig voneinander irgendwie existieren. Freilich, es hat das Olympische Dorf gegeben. Aber ansonsten sollen sie die auf den gemeinschaftlichen Flächen auch treffen. Da war der demokratische Gedanke auch, dass jeder Mensch was wert ist. Und das werden wir später dann sehen, wenn ich jetzt halt über das Olympiagelände ein bisschen rede. Und was ganz wichtig ist, das soll halt auch ein Gegenentwurf zu Berlin 36 sein. In Berlin 36 war das Ganze eher alles pompös und macht und prachtvoll. Und das jetzige, das soll halt spielerisch werden, das soll halt leicht werden und das soll sich alles in der Architektur widerspiegeln. Und da gehen wir jetzt rein in die Architektur und fangen wir doch gleich einmal mit dem allerprägnantesten an. Also wir teilen das, ich teile das jetzt in drei Bereiche auf. Oder so war das damals von der Zuständigkeit aufgeteilt. Für die Gebäude an sich, da war ein Architekturbüro aus Stuttgart verantwortlich, nämlich Benisch und Partner. Für den Olympiapark war der Günther Cimek zuständig und für das Olympische Dorf, da waren Heinle Wischer und Partner zuständig. Ja, jetzt haben wir denen ja auch Ehre getan, gell? Jetzt gehen wir gleich mal zum Zeltdach, weil das Zeltdach für mich, wenn man vorn drauf schaut, das prägnanteste ist und von den Kosten her wahrscheinlich auch das ist das, was am meisten aus dem Ruder gelaufen ist. Nein, nicht bloß wahrscheinlich, sondern das ist 100% so. Also, für die ganzen Gebäude, für die Stadien und für das Zeltdach, da hat es eine Ausschreibung. Also es hat für alles eine Ausschreibung gegeben, aber jetzt sind wir erst einmal bei den Gebäuden. Bei den Gebäuden war es auch so, dass sie dieses Architekturbüro Benisch und Partner, der Benisch, der wollte es überhaupt nicht bewerben. Aber der hat einen anderen Partner in seinem Büro gehabt, das war der Fritz Auer. Und der Fritz Auer, das war ein Olympia-Fan und der hat gesagt, da werden wir uns unbedingt bewerben. Und der Benisch, der hat sich da eigentlich nichts ausgemalt und gar nichts. Gell? Der Fritz Auer hat dann da so hinbastelt und hat in einer, ich glaube es war eine Zeitschrift oder Zeitung, hat er ein Foto von der Expo in Montreal gesehen, also vom deutschen Pavillon. Und der war da wie mit so einem Zelt aufgehängt. Das Dach war wie so eine Zeltaufhängung. Und dann hat er sein Modell geändert und hat dann da über dieses Olympiagelände, über die Stadien da, hat dann dieses Zeltdach da so drüber da. Es hat übrigens geheißen, das Modell Damenstrumpf, weil da haben sie so Holzeln haben sie da mit Damenstrümpfen bespannt und dann waren das diese typischen, also dieses Olympiadach halt. Ja. Zum Olympiadach, gell? Das ist eigentlich das mit den Kosten, was am
allergrassesten ist. Das hätte beinahe nicht mehr funktioniert. Man hat ja am Anfang überhaupt gar nicht gewusst, haut denn sowas überhaupt hin? Ja, gut, aber das Modell war da und dann haben wir es probieren müssen. Es war ja auch am Anfang gar nicht so teuer. Also ich sage jetzt ja gleich einmal die Gesamtsumme übrigens. Die Gesamtsumme offiziell, was die Olympischen Spiele gekostet haben mit Bauten und Organisation, das war 2 Milliarden Mark. Also falls ich mich mal verrate, das sind übrigens immer Mark, um was das da geht. 2 Milliarden Mark, und da kann man sich mal überlegen, das zahlt doch, ist mit 12 bis 15 Millionen drin gestanden. Ja, das war jetzt ja gar nicht so viel, gell? 12 bis 15 Millionen. Gut. Dann, es waren ja verschiedene Phasen dann, die wo dann da gekommen sind, dass das zahlt oder überhaupt in die Bauphasen, dass das gegangen ist. Die erste Kostenschätzung war jetzt 12 bis 15 Millionen und dann ist die Baugesellschaft, also es hat ja Olympia Baugesellschaft gegeben, die hat dann auch nochmal kalkuliert und hat dann gesagt, ja, das sind schon 37 Millionen. Boah, 37 Millionen, 37 Millionen Mark. Das ist ja schon das Doppelte als wie in der Kostenschätzung, wo die am Anfang hausieren gegangen sind, also quasi nach Bonn gefahren sind und überall hin und gesagt haben, was Olympia kosten wird. Und mit da waren 15 Millionen drin. Na gut, jetzt hat sie sich verdoppelt. Aber schließlich weiß man ja, öffentliche Projekte gehen und es ist was Neues. Und dieses Zeltdach im Olympiagelände, das könnte auch was Besonderes werden. Na gut, okay, Verdopplung, das macht man nochmal mit. Gut. Dann hat die Olympia Baugesellschaft aber das Projekt ausgeschrieben. Und was meinst du, was dort stand gekommen ist? 100 Millionen Mark. 100 Millionen Mark! Ja, dann hat die Olympia Baugesellschaft gesagt, hat verhandelt, also wenn ihr jetzt nicht runtergeht mit den Kosten zu den Baufirmen, gell, dann gehen wir das Ganze ans Ausland, dann bauen ausländische Firmen das. Dann haben die Baufirmen gesagt, na gut, dann macht man nicht 100 Millionen, dann macht man 80 Millionen. Aber ich sage Ihnen eins, das war eh wurscht, weil am Ende sind es 170 geworden. 170 Millionen Mark von anfänglichen 15 Millionen. Das ist eine Steigerung um das Zehnfache. Und zufälligerweise auch ungefähr 10% von dem, was Olympia offiziell kostet. Also dieses Zeltdach, das war eine wirklich kostspielige Angelegenheit, die wo beinahe mehrfach gestorben war. Weil die wo für die Finanzen zuständig waren, gesagt haben, nein, das geht nicht, das kann man so nicht machen. Die haben dann im Laufe der Zeit das Zeltdach immer weiter zusammengestrichen. Und der Fritz Auer, das Architekturbüro Benisch und Partner, hat dann auch den Fritz Auer ins Boot geholt, weil ja der sich auskennt, weil ja das Zeltdach ursprünglich von ihm ist. Und der hätte auch schon beinahe ein paar Mal hingeschmissen, weil er gesagt hat, ob das funktioniert und beziehungsweise, das war eigentlich sein Hauptding, die Kosten laufen so aus dem Ruder. Mich nimmt ja keiner mehr für so Zeltdach-Geschichten. Und dann haben sie Tests gemacht. Dann haben die Tests gemacht, was ist bei Regen, was ist bei Sturm, bei Schnee. Also man will ja nicht, dass irgendwie das davor baut. Oder was passiert, wenn ein Molotow-Cocktail draufhaut, was ist denn das bessere Material. Da sind so viele Tests gemacht worden, bis das einmal passiert ist. Also ich weiß auch nicht, das sind auf jeden Fall wirklich viele Kosten. Ich meine, heutzutage sagt man 170 Millionen Mark, ist ja nicht mehr viel. Aber sagen wir mal, heute 1,7 Milliarden Mark oder Euro oder was weiß ich. In jedem Fall denke ich mir, dass das damals wirklich ganz viel Geld war. Und heute sage ich, Mensch, ist das toll, das ist schön und das repräsentiert den Park und auch super, dass sie die damals was Neues getraut haben. Aber ich weiß eben nicht, wie man in der Zeit lebt, wie man das dann sieht. Weil da denkt man ja, für so ein windiges Dach, wo das Olympiastadion auch bloß halber bedeckt ist, da muss man einen Haufen Geld zahlen. Ja, keine Ahnung. Also ich bin in jedem Fall froh, heute, dass es gekommen ist, aber ist ja oft so, am Ende ist man oft froh, dass was passiert ist, was man am Anfang überhaupt sich nicht gewünscht hätte. So, das Zeltdach überspannt eben das Olympiastadion, die Olympiahalle, und die Schwimmhalle von Olympia. Da kann man dann einigermaßen drucken, zumindest wenn der Regen nicht von der Seite kommt, da unten drunter durchgehen. Ja, die Stadien, die sind auch alle komplett neu gebaut worden vom besagten Architekturbüro oder konzipiert worden und dann von der Baugesellschaft gebaut worden, bis auf zwei Sachen. Zwei Sachen waren vorher schon am Oberwiesenfeld. Also das Oberwiesenfeld war das Gelände, das heute Olympiagelände heißt. Das war damals ein Wiesen. Das haben sie zum Flugtätigkeit war da dort und einmal eine Messe war dort und eine Kaserne war einmal dort. In jedem Fall war das hauptsächlich grüne Wiesen. Und da sind zwei Sachen schon vorher dort gestanden. Also zwei vorolympische Bauten und das sind der Olympiaturm,
Also die hat vorhin einfach Fernsehturm geheißen und dann das Eisstadion, das hat es vorher auch schon gegeben. Ja, dann darf ich mal sagen, lasst mir das mal mit den Gebäuden, wenn es ein bisschen genauer interessiert, der kann ich da noch mal ein wenig mehr reinschauen. Und dann gehen wir mal zum Park weiter, zum Olympiapark, den hat der Günther Tschimmick verantwortet. Und da darf ich jetzt zwei Sachen außerstellen. Das ist auf der einen Seite der Berg und der See. Ja, Berge und Meer, gell? Berg und See. Der Berg ist ein Schuttberg von Minger. Ein Schuttberg. München ist ja wirklich bombardiert worden, damals im Zweiten Weltkrieg, da ist einiges zusammengefallen. Und der Schuttberg am Olympiaberg, das war einer der Berge in Minger, da gibt es ja ein paar, wo der ganze Schutt hingehauen worden ist. Und das Ding, das ist über 60 Meter hoch, also da ist schon einiges zusammengekommen. Und die Idee von den Tschimmick war eben, dass man die Landschaftsstruktur nimmt, die, wo man da vorfindet, im Oberwiesenfeld, also die Schuttberge, die sind dann später zum Bergerl und begrünt worden mit Rasen und alles, aber dass man diese Struktur nimmt und die Stadien und alles, was man macht, also die Gebäude haben ja Benisch und Partner geplant, aber die Landschaftsplanung, wie man das alles anordnet, das war eben jetzt der Tschimmick und der wollte sich anpassen an die Natur. Der wollte nicht die Natur unterwerfen oder die Landschaft, sondern der wollte sich anpassen. Ein bisschen was hat er dann doch unterworfen, aber mei, der Gedanke ist da und es ist auch ein harmonisches Bild, wenn man so drauf schaut, wie sich da die Hügel und der Berg und wie das auf und ab geht und das passt irgendwie alles. Das ist ja wie so eine kleine Symphonie, das passt zusammen und du hast da keine Barrieren, das kehrt alles, also irgendwie ist das so im Fluss. Ja, mei, vielleicht habe ich jetzt da aber auch gesponnen. Ich finde es auf alle Fälle, dass das gut passt. Und dann hat er eben, weil er auf die Natur geschaut hat, sich überlegt, da geht ja ein Kanal durch. Der Kanal, der kommt vom Nymphenburger Kanal und der läuft da durch das Gelände und da kann man doch auch was draus machen. Dann hat er sich überlegt, einen Olympiasee, also das, was heute Olympiasee ist, zu machen, den Kanal auf zum Stauen, das hat er dann auch da. Der ist so 1,30 tief durchschnittlich, an der tiefsten Stelle 1,40, also da als Erwachsener kann man da auch schlecht da saufen, kann man auch reingehen. Und er hat das nicht bloß als Kanalaufstauung verwendet, sondern ganz verrückt, dieses Olympiagelände, das ist natürlich ganz schön versiegelt, das heißt, die Stadien und die Boden, der wo versiegelt ist, das Wasser, das Regenwasser, das muss ja auch irgendwo hin. Und das läuft zum Teil über unterirdische Röhren, läuft es auch in den Olympiasee rein. Das ist das, was den See auszeichnet. Und als drittes Element auf dem olympischen Gelände ist das olympische Dorf noch dazugekommen. Das ist von den Architekten Heinle, Wischer und Partner errichtet worden. Und die Idee war, damals eine Stadt in der Stadt zu errichten. Also die Idee ist immer Nachhaltigkeit gewesen bei dem Olympiagelände, das sieht man ja heute. Das wird ja heute noch genutzt. Wenige Sachen, wo nicht genutzt werden, wo schlecht genutzt werden, aber der Großteil, der wird nach wie vor benötigt und das ist ja ein bisschen eine grüne Lunge oder eine grüne Freizeitmöglichkeit für die Bürger in der Stadt. Und das Olympiadorf, das war genau derselben Idee tragend. Die haben gesagt, später, wenn die Sportler weg sind, dann wird das vermietet und man wollte das dann auch günstig vermieten. Jetzt einmal zu den Zahlen. Heutzutage wohnen da 6.000 Leute drinnen in 3.500 Wohneinheiten und wie gesagt, da ist alles drin. Da sind Läden und Schulen und Kindergärten und die Schönste ist das, dass autofrei ist. Also wenn ihr durchs Olympiadorf durchgeht, dann seht ihr kein Auto. Die sind unterirdisch. Unterirdisch sind die. Und genauso war das eben damals auch, so ein bisschen Stadt in der Stadt oder Dorf in der Stadt. Und die Sportler, die haben sich damals dort verpflegen können, da hat es die Verpflegung gegeben, da hat es eine Krankenstation gegeben. Also das war wie eine kleine Gemeinde, die wo sogar zur Olympiazeit einen Bürgermeister gehabt hat. Heute haben sie keinen Bürgermeister nimmer dort. Heute haben sie einen Oli, also so einen Verein haben sie da, wo sie sich selber organisieren und schauen, dass was da wird, also wenn was geändert werden soll. Man muss aber auch dazu sagen, das war damals ein bisschen ein utopisches Projekt. Man hat das gut gemeint. Wenn man draufschaut und ist best, dann kann man sagen, es ist ein bisschen viel Beton, aber das war damals die Zeit. In jedem Fall ist es schon so gestaltet worden, dass auch Grünflächen durch so Pflanztrüge da mit drinnen sind. Die Gebäude, die Balkone gingen oft nach hinten wickert, also versetzt, so terrassenmäßig. Und eine Kritik muss man einer aber schon noch nennen. Damals haben sie gesagt, was dann da noch reinkommt, das ist ein sozialer Wohnbau, also so war das gedacht.
Aber da das dann immer teuriger geworden ist, hat das zum Schluss, wie das fertiggestellt worden ist, beziehungsweise wie dann auch die Olympiasportler ausquartiert worden sind und dann die Nachmieter einquartiert worden sind, dann hat das 14 Mark gekostet. 14 Mark der Quadratmeter Miete, da sagt man zwar halt günstig, aber man muss wissen, dass damals der soziale Wohnungsbau 4,20 Mark gekostet hat. Also von 4,20 Mark auf 14 Mark ist natürlich schon ein Riesensprung und das war dann nicht mehr so sozial. Das merkt man auch. Und heute, wenn man den Statistiken, den Zahlen glauben darf, dann wohnen 90% der Eigentümer selber drinnen und das Olympische Dorf hat die höchste Akademikerdichte Münchens. Ja, das waren jetzt in relativer Kürze die wichtigsten Bauten und wichtigsten baulichen Maßnahmen, die Stadt Minger getroffen hat für die Olympischen Spiele auf die Vorbereitung. Und ich würde sagen, damit belasten wir es jetzt einmal und dann hören wir uns jetzt gleich noch im Abspann und dann im dritten Teil. Ja, eins muss ich jetzt schon sagen zum Schluss, gell? Der Münchner Bürger, der war damals durchaus leidensfähig. Ich meine, die ganzen Bauten, was da stattgefunden haben und gleichzeitig stattgefunden hat, die haben ja doch einen Dreck, einen Schmutz und ein Verkehrschaos noch eingebracht. Und normalerweise war das Ganze ja ein bisschen weiter gestrickt worden, dann war es vielleicht ein bisschen leichter gewesen. Aber so war es doch ein paar Jahre ziemlich intensiv. Da muss ich sagen, Respekt, dass die das so gut durchgehalten haben. Aber mich freut es, dass die Mingerer dann eine schönere Stadt gekriegt haben und viele Infrastrukturmaßnahmen eher fertiggestellt worden sind und das Olympiagelände als Geschenk, muss man sagen, dazu gekriegt haben. Ja, für mich ist es ein Geschenk, dass ihr bis daher noch dabei wart. Das freut mich. Mich würde es auch freuen, wenn ihr nächste Folge wieder mit dabei seid. Da geht es dann darum, was man alles anstellen muss, dass die Gäste in Minger bei den Olympischen Spielen gut geht. Ich hoffe, dass es bis dahin gut geht. Macht es gut und bleibt grübig.